Hallo zu einem neuen Food Friday. Ich habe heute endlich mal wieder ein Food Diary für euch. Ich glaube, das haben sich viele mal wieder gewünscht und ich habe auch sehr Lust drauf. Ich werde euch jetzt die nächsten Tage mal ein bisschen mitnehmen und durch meine ganzen Kreationen euch zeigen, was so auf meinen veganen Teller oder in die Schüssel kommt. In ein paar Tagen ist auch schon Weihnachten. Dann starte ich, glaube ich, ein neues festliches Food Diary. Aber so die Tage davor wird es, glaube ich, jetzt eher so ein bisschen um Resteverwertung gehen, denn Marco ist bei seiner Familie, ich bin bei meiner Familie und da wollen wir so ein bisschen was aufbrauchen. Und heute Abend hat meine Mama sogar auch Geburtstag und da sind wir, oder den ganzen Tag, aber heute Abend sind wir eingeladen und zwar zum Raclette-Essen. Da hat Marco sich gestern schon von Biolife, glaube ich, so käsige Scheiben gekauft und ich wollte aber Käsealternativen selber machen aus Wir feiern vegan. Da habe ich ja so eine vegane Snackplatte für euch kreiert, auch ohne so fancy Zutaten wie Flohsamenschalen oder Agar-Agar, sondern wirklich nur aus so Basic-Zutaten. Ich weiß nicht so genau, ob die schmelzen werden in den Pfännchen, aber die sind halt richtig schön geschmacksintensiv und auch irgendwie käsig vom Geschmack her. Deswegen probieren wir das heute Abend mal aus. Ich kann mir sowieso vorstellen, dass wir ganz viel in die Pfännchen reintun werden, denn das wird immer richtig schön bunt bei uns und das ist irgendwie auch ganz gut, dass wir das heute machen. Also ich freue mich riesig drauf, wie ihr vielleicht merkt. Denn an Silvester machen wir eine Party mit FreundInnen bei uns und deswegen machen wir da kein Raclette, sondern wir machen so ein veganes Buffet, wo alle was mitbringen. Und dann noch so ein paar andere Specials, kann ich euch dann auch gerne nochmal zeigen. Deswegen machen wir heute sozusagen schon mal vorträglich das Raclette. Wir werden jetzt aber erstmal ein kleines Frühstück machen, denn wir waren gerade beim Sport. Dafür nehme ich jetzt einfach feine Haferflocken. Ich mache so eine Art Porridge, weil es heute mir so kalt ist. Dann gebe ich noch ein paar Beeren mit dazu und anstatt Datteln, weil wir leider gerade tatsächlich keine haben, tue ich jetzt für die Süße ein paar Bananen dazu. Die sind noch nicht so wirklich reif, aber irgendwie ist die Schale auch so ein bisschen braun. Und Sonnenblumenkerne tue ich noch ein bisschen für den Crunch rein, aber nachher beim Topping wird es dann auf jeden Fall noch bunter. Die Bananen habe ich einmal geschält und in dem Topf mit einer Gabel zermusst. Das mag ich bei Porridge meistens lieber, als wenn ich die in Stücke schneide. Dann kamen die feinen Haferflocken, Beeren und auch Kerne mit dazu. Das Ganze habe ich mit Wasser und pflanzlichem Drink aufgegossen und einfach so lange kochen lassen, bis es so eine cremige Konsistenz bekommen hat, aber das nicht allzu fest geworden ist. Ich hatte nämlich Lust auf diese dreamy, creamy Konsistenz. Ich habe das Ganze jetzt noch mit Erdnussmus, ein paar Mandeln und auch Sesam getoppt. Das ist so richtig schön dreamy creamy geworden und tatsächlich hat die Banane richtig schön viel Süße abgegeben und durch die Beeren ist das Ganze so ein bisschen rosa geworden. Richtig schick. Das lassen wir jetzt schmecken. Oder wir beide. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben gar keinen Naturtofu mehr. Den bräuchte ich eigentlich jetzt, um diese Feta-Alternative zu machen, aber den habe ich gestern benutzt, unwissentlich, dass wir dann keinen mehr haben, um so eine fleischige Alternative zu machen. Kann ich euch nachher zeigen, denn davon ist noch was übrig geblieben für heute zum Mittagessen. Deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen umgeswitcht. Und zwar stehen hier jetzt schon mal diese Zutaten für die Schnittkäse-Alternative. Da habe ich, glaube ich, alles da. Das soll diese hier werden. Den kann ich heute da wahrscheinlich leider nicht machen, aber dafür habe ich den Vegan-Kompass geöffnet. Da ist nämlich diese Mozzarella-Alternative dabei. Dafür braucht man tatsächlich so Flohsamenschalen. Die habe ich jetzt auch hier noch da. Die sind auch sehr gut für die Verdauung. Kann man auch immer ganz gerne in sein Müsli geben oder irgendwie so mit Wasser oder so trinken. Dann am besten nur allgemein sehr viel trinken, denn das spornt die Verdauung richtig gut an, aber es quält halt auch sehr. Deswegen ja am besten viel Flüssigkeit dann nachschütten. Zuerst habe ich mit der Mozzarella-Alternative angefangen. Dafür habe ich dann einmal die Flohsamenschalen mit Wasser übergossen, damit die sozusagen schön quellen. Als nächstes kam dann diese Würzpaste dran. Die habe ich auch schon mal zubereitet und dann die Cashews wurden mit heißem Wasser übergossen, damit die schon mal schön weich werden und nachher besser vermixt werden können. Als das Ganze dann vor sich hingezogen hat, habe ich mit der anderen Schnittkäse-Alternative angefangen. Das Rezept ist auch sehr simpel und geht ziemlich schnell. Am besten wäre es nur, wenn ihr die Käsealternativen immer einen Tag vorher macht. Dann kann das Ganze nämlich noch einmal im Kühlschrank durchziehen und ein bisschen fester werden. Bei dieser Alternative kommt einfach alles in einen Topf und wird dann einmal auf dem Herd erhitzt. Da ist nämlich Kokosmilch mit drin, damit das Ganze keine Klümpchen bildet. Am besten immer richtig schön durchrühren. Dann kommt diese andere Flüssigkeit mit hinzu, die Mischung. Und das Ganze wird dann so richtig schön vermischt, bis so eine zähe Konsistenz herauskommt. Das Ganze kommt dann auch in eine Schüssel und wird, wie auch die Mozzarella-Alternative, kaltgestellt. Dafür sind jetzt die Flohsamenschalen richtig schön aufgequellt. Die kommen dann in einen Hochleistungsmixer. Das wäre ganz gut, weil ihr ja diese Cashews vermixen müsst. Und dann das Ganze zusammen mit der Würzpaste. Ich habe ja so einen Stößel bei meinem Mixer, das funktioniert ganz gut. Ihr könnt es auch mit einem Pürierstab alternativ ausprobieren. Und das Ganze kommt dann auch in eine Schüssel und wird nochmal kalt gestellt. Das an sich
Das ist an sich schon relativ fest. Sieht zwar nicht allzu schön aus, aber ist mega lecker. Ein kleiner Einschub, eine kleine Ankündigung zwischendurch. Ich habe am Sonntag, wenn ihr hoffentlich alle dabei seid, den ersten Weihnachtstag zu feiern oder euch einfach eine schöne Zeit macht, eine richtig tolle, große Überraschung für euch. Davon erfahrt ihr auf jeden Fall als erstes, wenn ihr meinen Newsletter abonniert habt oder auch auf Instagram. Ich denke mal, auf YouTube werde ich es einfach in meinem nächsten Video dann erwähnen. Das wird dann Dienstag sein. Aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Es geht rund um das Thema Ernährung, gesunder Lebensstil und so weiter. Vielleicht könnt ihr euch so da schon denken. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt, wie ihr vielleicht merkt. Wir sehen uns dann und wollte ich nur mal kurz einwerfen. Also jetzt geht's weiter. Sieht aus wie ein Riesenteller Soße. Ist es ja. Wir sind gerade dabei, ein paar Karten zu schreiben und Marco hat hier noch das Essen ein bisschen warm gemacht. Ich hatte uns gestern eine Art Weihnachtsessen gemacht mit einer spontanen Kreation aus einer Fleischalternative mit so Kichererbsen drin und Tofu und das dann mit so einer Reisummantelung, also Reispapierummantelung umwickelt und dazu gab es Ofengemüse und jetzt haben wir hier noch die ganze braune Soße auf dem Teller und dazu ein bisschen was Frisches, den Rucola konnten wir noch aufbrauchen und das lassen wir uns jetzt mal zum Mittagessen schmecken. Den Geburtstagsabend haben wir dann mit Drinks eröffnet, für die anderen gab es Gin Tonic mit Gurke und Zitrone. Ich habe aber nur Wasser getrunken. Und dann haben wir den Tannenbaum angemacht und auch den Adventskranz und dann nochmal so schön die gemütliche Stimmung genossen, bevor es dann ins Esszimmer rüberging, wo wir dann das Raclette gegessen haben. Da hatten wir auch richtig schön viele verschiedene bunte Sachen, also Tofu, ganz viel Gemüse, so eine vegane Sour Cream Alternative. Meine Eltern hatten ja Raclette-Käse, den man so klassischerweise kaufen kann. Wir hatten dann ja die veganen Alternativen und meine beiden Alternativen sind zum Glück auch fest geworden. Das war richtig lecker. Die sind zwar nicht so super doll geschmolzen, aber sind vor allem richtig schön braun geworden. Also der gelbere, dieser Schnittkäse, ist ein bisschen besser in der Pfanne geschmolzen, sage ich mal. Der Mozzarella ist eher so ein bisschen aufgegangen und richtig schön braun, fast schon ein bisschen knusprig geworden. Kann ich mir auch sehr lecker auf Pizza vorstellen. Ja, und dann haben wir da immer so unsere kleinen Pfännchen gefüllt. Wir hatten noch so eine Seitan-Wurst-Alternative und das war wirklich richtig lecker. Zum Dessert hatte meine Mama dann noch die rohen veganen Zimtschnecken mit der Nougat-Füllung gemacht und hatte ich außerdem noch welche von diesen Kokosmakronen, Mandelhörnchen, Dominosteine und Marzipankugeln, die wir letztens gemacht haben. Alles in diesen rohen, ungebackenen Version. Und dann haben wir außerdem noch richtig schön lange gesiedelt am Abend. Also Siedler von Catan gespielt. Wir bekommen heute Abend Besuch und wollen dann Bowls zusammen machen. Ich habe ja schon mal ein bisschen was vorbereitet, was wir da so reintun können. Also ganz viel an Gemüse ist ganz praktisch. Da können wir nämlich noch einiges aufbrauchen. Hier ein bisschen Rucola, dann wollte ich noch ein bisschen Zwiebeln anbraten, vielleicht mit den Pilzen zusammen. Und den Naturtofu, den werde ich gleich schon mal klein schneiden und dann so eine Marinade zusammenmischen. Ich glaube, das wird heute so ein bisschen asiamäßig. Dann wollte ich auch noch so Nori-Blätter, also so Algenblätter ein bisschen klein schneiden. Rote Beete haben wir noch, die ist schon so vorgekocht. Finde ich auch immer sehr lecker, kann man auch gut in Smoothies reintun. Und einen großen Topf Reis habe ich auch schon vorgekocht. Ich denke mal, ich werde auch direkt den ganzen Kürbis machen. Denn wenn was übrig bleibt, können wir auch direkt die nächsten Tage was davon essen. Und da muss man den sozusagen nicht wieder neu schnimmeln und kochen. Und ja, das finde ich immer ganz praktisch. Und ich lege jetzt schon mal los mit der Marinade. Dafür habe ich einfach den Ingwer klein geschnitten, also möglichst klein, damit man da nicht so drauf rumbeißt. Und dann außerdem Limettensaft dazu gegeben, etwas Senf und auch Miso-Paste, dann Sojasauce, Apfelessig und auch Sesamöl, dann noch ein bisschen Agavendicksaft und da rein kam dann der klein gewürfelte Naturtofu. Das Ganze habe ich richtig schön vermischt und dann bis zum Essen in den Kühlschrank gestellt, bis wir das Ganze gebraten haben. In der Zwischenzeit habe ich dann schon mal die Soße zubereitet. Das war auf so einer Joghurtbasis aus Soja. Dazu habe ich noch ein bisschen Kokosmilch gegeben, weil wir leider nicht mehr so viel Joghurt hatten. Tahin kam noch dazu, Sojasauce, außerdem Apfelessig und auch noch ein bisschen Sesamöl, Pfeffer. Und das Ganze habe ich dann richtig schön dreamy, creamy vermischt. Und vom Gemüse habe ich dann die Zwiebel, die Champignons, die Zucchini und auch die weißen Teile der Frühlingszwiebel kleingeschnitten, um dann daraus eine Gemüsepfanne zu machen. So, ich habe den Kürbis jetzt hier schon mal kleingeschnitten. Den habe ich jetzt mal mit Wasser in einen Topf gegeben. Dann können wir den nachher einfach ansetzen. Der kocht ja relativ schnell durch. Und hier drüben kamen schon mal Zucchini, Zwiebel und Pilze in eine Pfanne, die kann man dann nachher auch schön anbraten, denn danach muss ja eh noch der Tofu da rein zum knusprig gebraten werden. Der zieht jetzt noch im Kühlschrank durch. Und hier auf der anderen Seite so diese ganz frischen Sachen. Hier habe ich noch Tomaten dazu gegeben. Die lasse ich jetzt einfach nochmal kurz stehen, bis die anderen kommen.
Und dann können wir das einfach frisch zubereiten und nochmal aufschnibbeln und dann hier in so ein paar Schüsseln aufteilen, dass man sich das dann alles ein bisschen selber zusammenstellen kann. Das mag ich mal ganz gerne, wenn man Besuch bekommt. Marco und ich sind gleich mit meiner Schwester in der Therme verabredet oder in so einem Solebad, eher gesagt. Und ich wollte uns jetzt zum Frühstück mal Muffins machen. Da hatte ich irgendwie mal Lust drauf. Und vor allem können wir dann auch welche mitnehmen. Die Bananen sind schon ein bisschen reifer geworden. Ich habe hier noch so ganz viele Haselnüsse, die ich mal benutzen wollte. Und die Goji-Bären habe ich auch schon ewig. So ein bisschen Süße bringe ich, glaube ich, dann noch, also durch die Bananen und auch durch Ahornsirup rein, weil wir gerade keine Datteln da haben. So ein bisschen zimtig, salzig wird es dann noch. Ein bisschen Tahin tue ich rein. Wird das Ganze dann entweder mit pflanzlichem Drink oder Wasser vermischen. Dann vielleicht so ein Mehl aus Haferflocken machen und für den Crunch noch so ein paar Mandeln reingeben. Ich denke mal, ich werde die Haselnüsse auch so ein bisschen zermahlen. Als erstes habe ich die Bananen geschält und dann in einer Schüssel mit einer Gabel zermust. Könntet ihr auch mit einem Pürierstab machen, aber ich hatte keinen Bock, den abzuwaschen. Als nächstes kam das Tahin mit dazu. Außerdem dann auch der Ahornsirup. Da könnt ihr auch Agavendicksaft oder sowas ähnliches nehmen oder auch gerne Dattelpaste, wie gesagt. Und das Ganze habe ich dann mit etwas Salz und auch Zimtpulver vermischt, bis es dann so eine feuchte Konsistenz hatte. Also so der feuchte Teil für den Teig und für den trockenen Teil habe ich dann einmal die Haferflocken zusammen mit den Haselnüssen vermixt, so eine Art Mehl. Und das Ganze kam dann auch mit in die Schüssel und ich brauchte tatsächlich gar keine extra Flüssigkeit wie Wasser oder pflanzlichen Drink mehr dazu. Das ist schon sehr gut teigig geworden. Und als nächstes habe ich dann einfach noch die Goji-Bären und auch Mandeln im Ganzen dazu gegeben. Ich hätte die Mandeln auch hacken können, aber dazu hatte ich auch keine Lust und keine Zeit. Deswegen ging das alles ganz schnell. Und diesen Teig habe ich dann nochmal vermischt und das Ganze dann in solche Silikon-Muffin-Förmchen umgefüllt. Das geht immer ganz gut, weil darin nichts kleben bleibt. Das Ganze kam dann ab in den Ofen und die sind echt super lecker geworden. Vor allem schmecken diese Mandeln auch da drin wie so gebrannte Mandeln, wahrscheinlich durch den Ahornsirup und dadurch, dass das Ganze ja gebacken wurde. Also eigentlich war es wie gebackenes Porridge. Sehr, sehr lecker. Kann man auch bestimmt gut so Meal Prep-mäßig machen. Marco macht sich jetzt auf den Weg zu seiner Family über Weihnachten und hat jetzt hier noch so ein paar Snacks mitgenommen. Die Reste von gestern, von unserem Raclette. Da gab es ja einmal diesen hellen von Violife und auch diesen Cheddar-Style von Simply V. Beide sehr, sehr gut. Und dann hatte ich hier noch solche Burger-Buns. Da muss man so ein bisschen gucken, dass die auch vegan sind. Aber die sind es zufällig sozusagen. Hat er hier noch ein bisschen von den beiden Käse-Alternativen sich abgeschnitten und eingepackt. Und dann noch einfach ein bisschen Eisbergsalat und Tomaten für so eine Art Burger to go. Ich werde jetzt auch gleich mal versuchen, was von den Käsealternativen aufzubrauchen. Ich bin gleich mit meiner Mama verabredet. Wir gehen zum Gospelchor in den Michel hier in Hamburg. Und deswegen machen wir jetzt nochmal eine Portion Spaghetti. Das sind so Dinkel- und Vollkornspaghetti gemischt. Und dann hatten wir hier noch so gekochten Kürbis von unserer Bowl-Nacht oder von unserem Bowl-Abend mit Freund in den letztens übrig. Und da habe ich jetzt noch Kokosmilch reingegeben, ein paar Gewürze und nachher packe ich dann noch ein bisschen Zitronensaft oben drauf. Und dann habe ich hier außerdem noch ein bisschen getrockneten Rosmarin liegen. Das finde ich schmeckt auch immer richtig lecker. Ich habe euch noch ein bisschen mit auf unseren Abend genommen. Wir sind erst auf einen Weihnachtsmarkt gegangen und haben uns da so einen Grapefruit-Orangenpunsch geholt. Der war super lecker und wohltuend, sind da ein bisschen rübergeschlendert. Ich habe da aber nichts gegessen, weil ich dann schon ja vorher gegessen habe. Ich habe da leider auch gar nicht so wirklich was Veganes gefunden. Das war ein bisschen schade. Aber danach sind wir dann zum Michel gelaufen von dort aus. Das war direkt in der Nähe. Und dort haben wir dann ja den Gospelchor angehört. Das war richtig toll. Das war so ein Christmas-Gospel. Das hat richtig gute Laune gemacht. Das war total toll. Die Stimmen waren echt unglaublich. Und es war einfach ein herrlicher Abend mit meiner Mama zu zweit. Das hat super viel Spaß gemacht. Und werde ich bestimmt noch lange, lange in Erinnerung behalten. Und ich bin dadurch noch mal mehr in Weihnachtsstimmung gekommen. Ich habe euch bestimmt schon mal meinen grünen Drink zum Start in den Tag gezeigt. Den nehme ich immer super gerne für meine Haut und Verdauung und Wohlbefinden und einfach für dieses ganze Grünzeug, was da drin ist. Das vermische ich immer ganz gerne zur Hälfte mit Wasser und pflanzlichem Drink. Dafür nehme ich dann auch immer so einen Milchaufschäumer, denn dadurch vermixe ich das Ganze richtig gut und es sind keine Krümel mehr drin, sage ich mal. Heute habe ich Haferdrink genommen. Ansonsten nehme ich auch ganz gerne Kokosreisdrink. Das macht das Ganze noch so ein bisschen süßer. Könnt ihr aber auch gerne mit einem Saft vermischen. Marco hat gerade den Wocheneinkauf für uns gemacht oder zumindest mal so ein paar Basics gekauft und das ist jetzt hier alles so schön für euch drapiert, dass ich euch das zeigen kann. Wir fangen mal hier an der Seite an, da wird es schon grün mit Spinat, den tun wir immer super gerne in unsere Smoothies oder essen den so als Salat oder geben den nochmal zum Beispiel in so ein Curry mit rein, um noch so ein bisschen Grünzeug mit drin zu haben. Dann haben wir endlich neue Kartoffeln, da freue ich mich total drauf. Ich habe irgendwie voll Bock auf Kartoffeln. Dann aus dieser rote Beete wollte ich endlich mal so einen Foodtrend mit euch teilen und zwar diese pinke Pasta. Das kommt auf jeden Fall irgendwann mal in einem Food Friday, wenn ich mal wieder so ein Trendvideo mache. Vielleicht kennt ihr ja noch andere. Außerdem ein paar Zwiebeln. Da sind hier auf der Seite irgendwo auch noch rote Zwiebeln. Staudensellerie. Mal gucken, ob wir demnächst mal wieder entsaften
oder den einfach so snacken. Liebe ich ja mit Erdnussmus. Dann etwas Lauch, Aubergine für Pizza. Das finde ich immer super lecker, wenn man die in so ganz dünne Scheiben schneidet und dann auf Pizza mit drauf gibt. Dann Zucchini, die essen wir jetzt halt am liebsten so als Sudels. Aber da mischen wir die tatsächlich mit ja, normalen Spaghetti, sage ich mal. Und essen dann nicht nur die Gemüsespaghetti. Dann haben wir hier ein paar Äpfel. Außerdem Kürbis. Müssen wir nochmal richtig schön ausnutzen die Saison. Liebe ich ja immer sehr in verschiedensten Variationen. Da findet ihr ja mittlerweile eine ganze Kategorie bei uns auf dem Foodblog. Ein paar Tomaten kamen mit. Dann außerdem noch Süßkartoffeln. Und an so Dosen kauft Marco eigentlich immer oder wir immer so eine Mischung aus Dosentomaten, dann so Hülsenfrüchten und auch Kokosmilch. Da ist ja aber auch immer diese oben aufgesetzte Creme super gut als Sahnersatz und einfach so als Creme. Die kann man jetzt auch nicht so richtig, also man kann sie schütteln, aber wenn man sie schüttelt, dann hört man jetzt nicht die Flüssigkeit. Das heißt, unten ist das Kokoswasser und oben die Kokoscreme, die man jetzt abschöpfen könnte. Dafür könntet ihr einfach in den Kühlschrank stellen über Nacht, dann passiert das auch. Ein paar Champignons kamen noch mit. Dann haben wir hier ein paar Bananen, die erstmal richtig schön reif werden müssen. Avocados, ein paar Haferflocken. Da hatte ich jetzt, glaube ich, feine gesagt, weil ich die sowieso vermixen wollte zu so einer Art Mehl für ein Rezept. Deswegen kann man auch direkt die kleineren nehmen. Etwas Petersilie, dann Sonnenblumenkerne. Liebe ich ja schon immer eigentlich. Ich snack die super gerne so und gebe die eigentlich immer mit in meine Smoothies. Dann werden die schön zerkleinert und geben noch so eine richtig gute Konsistenz. Oder auch ins Müsli gebe ich da rein. Ich glaube, damit wollte ich jetzt so Müsli-Riegel mal wieder machen. Mandeln, auch richtig gut mal für die Weihnachtsküche oder allgemein für meine ganzen Energiebällchen-Kreationen und so weiter. Dann etwas frischer Rucola. Mehl für Markus Sauerteigbrot. Dann nimmt er eigentlich immer dieses Dinkelmehl, Typ 630. Das ist auch immer ganz gut für so helle Kreationen, sage ich mal. So süße Sachen wie Pfannkuchen zum Beispiel. Dann hier einmal Vollkornspaghetti und auch welche aus Dinkel. Genau. Dann einmal Frühlingszwiebel, Natur- und Räuchertofu kommt bei uns immer mit, auch sehr lecker. Und dann an Tiefkühlsachen haben wir jetzt hier so eine Mischung aus Beeren und noch mehr Beeren. Dann außerdem Grünkohl, Brokkoli und Erbsen. Würde ich alles drei oder auch die mit in Smoothies geben. Damit kann man die mal richtig schön aufpimpen, auch in Sachen Nährstoffen. Und schmeckt man eigentlich mal wirklich raus, wenn man mit wenig anfängt. Da kann man sich dann immer noch mal gut steigern. Da hat man ja dann richtig viel davon und nimmt automatisch noch mal mehr Grünzeug zu sich. Ein paar Karotten kamen noch mit oder halt so ein großer Beutel eher gesagt. Liebe ich auch sehr einfach zum So-Snacken. Und ich finde immer, wenn man die in so verschiedene Formen schneidet beim Kochen, dann wird es irgendwie nochmal abwechslungsreicher. Also statt die nur in Scheiben zu schneiden, kann man die irgendwie auch in so Sticks schneiden oder mit so einem Sparschäler in so ganz dünne Raspeln oder mit so einer wirklichen Raspel fein schreddern. Also da gibt es ja ganz viel Verschiedenes. Dann war er nochmal schnell im Biomarkt. Also eigentlich ist das hier alles von Penny. Und das meiste ist auch echt Bio, was ich richtig cool finde. Und diese hier hatte nochmal im Biomarkt gekauft, weil ich brauchte welche ohne Zuckerzusatz. Das gab es da wohl nicht. Die mögen wir auch mal richtig gerne so als Crunch-Zutat in unserem Müsli. Und ich möchte dann demnächst nochmal so einen kleinen weihnachtlichen Snack mitmachen, den ich mir ganz cool vorstelle. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar schöne Inspirationen für euch dabei. Der nächste Food Friday wird sich dann nochmal rund ums Thema Weihnachten drehen, denn da werde ich euch zeigen, was wir so an den Weihnachtstagen zubereitet und auch gegessen haben. Es wird sehr viel Veganes geben, worüber ich mich riesig freue. Es waren zwar viele Spontankreationen dabei, aber die versuche ich mal in die Infobox zu tippen. Als andere verlinke ich euch gerne oder schreibe euch das rein, wenn ihr es auf dem Foodblog findet, auch jetzt aus dem Foodhall zum Beispiel. Und ja, ich freue mich auf euch am Sonntag bei der Überraschung. Ansonsten sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und freue mich wie immer auch über eure Unterstützung in Form von einem Like oder Kommentar oder Abo dieses Kanals oder auch über Steady. Und ja, wunderbare Weihnachtstage wünsche ich euch. Lasst es euch richtig gut gehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!